Hallo Freunde und willkommen zu einem ganz kleinen Mini-Informationsvideo zu Katawa Shoujo. Ja, wie ihr ja bemerkt habt, wir machen ja jetzt eine neue Route mit Gästen und da liegt es an der Natur der Sache, dass man natürlich nicht so viel aufnehmen kann, wie wenn man das alleine macht, weil man mit allen Gästen einen gemeinsamen Termin finden muss und das auch nicht jetzt jede Woche oder so, sondern in längeren Abständen. Und aus diesem Grunde kann ich natürlich derzeit jetzt mit der neuen Route mit den Gästen nicht mehr Katawa Shoujo wie bisher jeden zweiten Tag bringen, sondern ich habe es ungefähr mir so gedacht, dass es jede Woche einmal kommen wird. Das ist natürlich jetzt eine deutliche Verlangsamung des Ganzen, das ist klar, aber das ist leider die Sache, die wir jetzt die wir jetzt akzeptieren müssen, da wir jetzt die Gäste haben. Also jeden Montag kommt ein Part von Katawa Shoujo, solange bis der erste Akt mit den Gästen vorbei ist. Und danach geht es dann wahrscheinlich wieder im alten Tempo weiter. Ja. Genau. Alles andere bleibt so. Nur wollte ich euch sagen, wie es jetzt halt läuft. Clanat betrifft das Ganze natürlich nicht, das läuft weiterhin so wie gewohnt. Aber Katawa Shoujo müssen wir jetzt erstmal auf einen Part pro Woche, jeweils montags, habe ich mir vorgenommen. Dabei müsste es jetzt erstmal bleiben. Ja, ich hoffe, das ist für euch jetzt auch nicht so schlimm. Dafür haben wir ja die Gäste und die Sprechrollen schön verteilt. Ja, das ist eigentlich alles, was ich sagen wollte. Ihr wisst Bescheid und braucht euch dann nicht wundern, wenn jetzt nicht jeden zweiten Tag ein Part kommt. Von daher wünsche ich euch noch weiterhin viel Spaß mit dem Projekt und bis dahin sage ich ciao, macht's gut, euer Dreambird.